Die besten Rennfahrer der Welt, die schnellsten Rennautos der Welt auf einer Rennstrecke, die bloß mit Strohballen gesichert ist. Das ist typisch für das traditionelle Festival of Speed im englischen Goodwood. Einer Mischung aus Royal Ascot und großem Preis von Monaco. Hier sieht man Boliden flitzen, die sonst im Museum stehen. Warum das Festival so toll ist? Es gibt viel zu sehen. Die Leute wissen nicht, wohin sie zuerst sollen, weil es so viel zu sehen gibt. Und natürlich, weil wir hier sind. Ich kann einfach nur sagen, das ist ein Event, den gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Also ich kenne wirklich keinen anderen Platz, der vergleichbar ist. Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring stand Dirk Müller mit dem BMW M3 GT2 ganz oben auf dem Treppchen. Für den kurvigen Bergkurs in Goodwood muss sein Rennbolide neu abgestimmt werden. Da gibt man mehr Flügel, leichtere Federn, einfach um mehr Abtrieb zu bekommen. Denn die Strecke ist anspruchsvoll. Nicht jeder erreicht das Ziel unbeschadet. Gut 30 Reparaturstunden dürften hier entstanden sein. 1,9 Kilometer geht es den Hügel hinauf. Es gibt weltweit keine engere Rennstrecke mit so wenig Bodenhaftung. Wer sie in Bestzeit bezwingt, gewinnt. Den Streckenrekord hält seit 11 Jahren Nick Heidfeld mit 41,6 Sekunden. Aber nicht nur der Kurs, auch die alten Rennboliden haben es in sich. Einen Oldtimer zu fahren ist immer eine sehr große Herausforderung. Ich gehe mit einem Formel-1-Wagen von 1955 an den Start. Der ist also sehr alt. Da muss man mit einer sehr speziellen Technik fahren. Der W196 war seinerzeit der erfolgreichste Rennwagen. Zweimal gewann Mercedes damit die Weltmeisterschaft. Wo Sir Jackie Stewart auftaucht, ist er stets sofort im Mittelpunkt. Außerhalb der Rennstrecke ist der Schotte aber kein begeisterter Autofahrer mehr. Trotzdem lässt sich der ehemalige Weltmeister eine Spritzfahrt mit seinem Lotus V3 nicht nehmen. Nun, ich fahre nicht viel. Ich habe seit 35 Jahren einen Fahrer. Und so fahre ich eigentlich fast nie selbst. Kaum zu glauben. Dirk Müller muss sich heute gleich zwei Herausforderungen stellen. Einerseits soll er seinen Boliden heil ins Ziel bringen. Andererseits will der Deutsche auch die Zuschauer nicht enttäuschen. Den Streckenrekord von Nick Heidfeld schafft Müller zwar nicht, aber er beweist, ein Kunstwerk muss nicht zwingend im Museum stehen.